Es ist laut in Chemnitz, wieder mal. Doch diesmal sind es harmonischere Töne. Zehntausende Konzertbesucher hat es in die Innenstadt gezogen. Das ist meine Stadt und ich möchte die mir nicht wegnehmen lassen. Ich bin einfach hier, weil ich sehen will, mit was für Menschen ich zusammenlebe. Ich bin selber hier, weil ich einfach auch ein Statement setzen möchte gegen diese Ereignisse und gegen die gesamte Entwicklung hier im Land. Auf der Bühne ein halbes Dutzend Bands, die Botschaft eindeutig. Das ist natürlich auch ein Schock, glaube ich, dass wir eine Allianz haben von Hooligans, von purer Gewalt, AfD, Pro-Chemnitz, Pegida-Leuten. Das ist ein Gemisch, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Und deshalb denke ich schon, dass das besorgniserregend ist und dass die Leute auch spüren müssen, dass es überall im ganzen Land Leute gibt, die sich da wirklich hinstellen und sagen, das läuft hier nicht. Um die Chemnitzer Ausschreitungen Anfang letzter Woche ging es zur gleichen Zeit in Dresden. Sondersitzung im Innenausschuss des Sächsischen Landtags. Das Fazit? Einschätzung meinerseits völliges Versagen. Und ich glaube, dass die sächsische Polizei erstens die Abläufe verändern muss und zweitens der Innenminister auch nachdenken sollte über personelle Konsequenzen. Man war der Meinung, die mit den zur Verfügung stehenden Kräften, die jetzt in Chemnitz eingesetzt waren, die Lage so bewältigen zu können, dass alles gut ist. Das ist nicht gelungen, auch wenn das Innenministerium jetzt was anderes behauptet. Der Innenminister leidet unter Realitätsverweigerung, wenn er anderes behauptet. In der momentanen Situation braucht es Realismus und kein Innenminister mit Realitätsverweigerung. Der Zulauf zum Konzert nach Aussage der Organisatoren ein deutliches Zeichen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass man jetzt ein Konzert macht und damit die Welt gerettet hat und alle Probleme gelöst sind. Aber manchmal ist es halt wichtig und notwendig, dass man sich nicht so allein fühlt und Leute nicht allein gelassen werden. Zehntausende Besucher unterstrichen gestern das Motto, wir sind mehr. Unsere Kollegin und Sportmoderatorin Stefanie Blochwitz war unter den Zuschauern. Sie ist uns jetzt aus Leipzig zugeschaltet. Stefanie, gestern ist alles friedlich geblieben, aber das wusste man ja im Vorfeld nicht. Hattest du ein ungutes Gefühl, irgendwelche Befürchtungen, als du gestern in Chemnitz ankamst? Ja, so ein paar Befürchtungen hatte ich schon. Ich hatte das eigentlich im Freundeskreis am Wochenende beschlossen, dass wir da hinfahren am Montag. Dann habe ich aber auch so ein bisschen im Radio gehört, dass wirklich viele Leute erwartet werden. Also habe ich dann für mich persönlich schon mal ausgeschlossen, dass wir mit dem Zug anreisen. Und man ja dann die Gefahr recht groß ist, dass man da nicht mehr wegkommt und auch die Wege vielleicht etwas schwierig sind. Und dann haben wir das wirklich gestern Nachmittag recht spontan entschieden, haben uns 16 Uhr ins Auto gesetzt und sind losgefahren und haben so ein bisschen, das war so ein bisschen das Motto, mal schauen, ob wir ankommen, mal gucken, wie nah wir rankommen und ob das alles klappt. Aber wir sind wirklich gut angekommen. Wir haben direkt einen Parkplatz gefunden, 10 Minuten fußläufig entfernt. Also so ein bisschen Bedenken waren auf jeden Fall da. Aber als wir dann in der Stadt ankamen, ja, hat sich das alles in Luft aufgelöst. Waren deiner Meinung nach die meisten Leute eher da, weil es gute Musik kostenlos gab? Oder war das auch eine Frage der politischen Haltung? Also so gemischt, muss ich sagen. Also ich war auch mit ein paar Freunden da. Ich glaube, die meisten Leute waren wirklich da, um ein Zeichen zu setzen. Es kamen ja Leute aus ganz Deutschland. Ich habe Leute aus Bayern getroffen, ehemalige Studenten, Kollegen von mir, die auch aus Bayern angereist sind. Also die meisten wollten wirklich kommen, um einfach mal ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus, gegen die Vorfälle aus der vergangenen Woche. Aber die Musik war auch ein großer Teil, warum viele da waren. Es waren Bands da für jung und alt. Und es war so ein bisschen gemischt. Viele haben es vielleicht auch besucht, um die Musik zu hören und dabei dann ein Zeichen zu setzen. Also es war so ein bisschen gemischt, das Publikum. Aber am Ende haben sich doch die Leute dann auch in den Arm gelegen und gesagt, es war toll, dass wir da waren, ein Zeichen gesetzt haben. Und das hat man auch gesehen. Es waren überall viele Plakate in der Menschenmasse. Es waren ein paar Pyros an der Seite, um einfach mal wirklich ein Zeichen zu setzen zu den Vorfällen aus der vergangenen Woche. Du hast es gerade gesagt, viele sind extra nach Chemnitz gereist, um zu demonstrieren. Wir sind mehr, mehr als die Rechtsradikalen und anderen, die in den letzten Tagen auf die Straße gegangen waren. Wie hast du die Stimmung in der Stadt erlebt? Wie war die Atmosphäre dort während des Konzertes und davor? Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich war schon auf vielen Großveranstaltungen, auch schon auf vielen Konzerten. Und das fing auch schon auf dem Weg an, auf der Tankstelle, wo Leute nach dem Weg gefragt haben. Es war wirklich dieses Gefühl, wir sind mehr, wir sind zusammen. Das war wirklich ein tolles Gefühl, was sich die ganze Zeit, den ganzen Abend auch so durchgezogen hat. Es waren keine Sicherheitskontrollen. Also wir haben uns nie unsicher gefühlt. Die Polizei war immer am Rand, aber war nie mittendrin. Und es hat gut funktioniert. Man hat auch gesehen, jeder konnte alles mit reinnehmen, Glasflaschen. Aber es ist nichts passiert, weil alle wirklich wegen dem Grund da waren.
waren, was Gutes zu tun, einfach dieses Zeichen zu setzen. Und wie ich es auch eben schon gesagt habe, die Leute lagen sich in den Armen. Ich war mit Freunden aus Berlin dort verabredet. Ich habe sie auch sofort gefunden. Und es war einfach schön, dass diese Menschen, jung und alt, da waren vor uns auch kleine Kinder, die haben sich wirklich insgesamt wirklich in den Arm gelegen nach diesem Konzert und waren sehr glücklich, dass sie dort waren. Und das habe ich von der Atmosphäre wirklich noch nie erlebt. Dankeschön, Stefanie. Dankeschön nach Leipzig.